Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem Nice Hoops YouTube Channel. Ich bin Jay Nice und ihr habt eingeschaltet zu On The Board. Wir gucken uns ein Play aus der Pro A diese Woche an. Es ist gar nicht mal so taktisch wertvoll, aber ich finde es ein echt krasses Play, weil es eine echt krasse Pressure Situation ist. Wir haben das Spiel Jena gegen Trier und es steht 84 zu 82 für Jena. Jena hatte eine Auszeit genommen mit noch 2,7 Sekunden auf der Uhr und hatte dann zweimal es nicht geschafft, den Einwurf reinzubringen. Und jetzt sind noch 0,4 Sekunden auf der Uhr. Die Schiedsrichter mussten sogar nochmal nachgucken, wie viel Zeit wirklich auf der Uhr war und haben sich dann für 0,4 Sekunden entschieden. Es gab keine Auszeit vorher und trotzdem ist Jena irgendwie in der Lage, eine einigermaßen sinnvolle Aufstellung hinzubekommen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir sehen, Dennis Navrocki geht zu einem Screen zu Julius Wolf und trifft ihn nicht mal richtig und geht dann sofort zum Ball, wird frei und kriegt den Wurf noch los zum Buzzerbeater zum 85 zu 84. Wie ist das passiert? Wir sehen Julius Wolf auf der ballabgewandten Seite oben am Elbow, für den Dennis Navrocki gleich einen Screen stellen wird. Und genau in dem Moment stellt sich der Center von Jena auch auf die Freiwurflinie, um vielleicht für Dennis Navrocki noch einen weiteren Screen zu stellen. Dadurch wird die Seite auf der Einwurfseite frei und man sieht, der Verteidiger von Dennis Navrocki denkt, dass Julius Wolf den Ball unterm Korb kriegen wird, versucht zu cheaten, versucht den Ball am Korb abzufangen und dadurch ist Dennis Navrocki nach oben völlig frei durch den schnellen Slip und kriegt den Ball zum Korb. Wir gucken nochmal, ja, wir achten auf den Verteidiger von Dennis Navrocki und auf Dennis selber. Er guckt kurz an den Block und sieht wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Augenwinkel, dass sein Verteidiger eher näher am Korb steht und versucht dann so schnell wie möglich zum Ball zu slippen. Und ihr seht, der Wurf ist völlig frei, da ist niemand in der Nähe. Dennis in dem Spiel schon super gut gespielt, kriegt den freien Wurf. So frei darf man natürlich einen Schützen in dieser Situation nicht freilassen. Und er versenkt den Ball zum 85 zu 84 für Jena. Aber jetzt bräuchte es wirklich irgend so ein Tippding, irgend so ein Volleyball-Ding. Hup, zack, ach herrje. Und er trifft, was zum Teufel! Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Außerdem könnt ihr meinen Channel abonnieren und noch mehr solcher Videos in der Playlist sehen. Ich bin Jay Nice und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.